Ja, guten Morgen. Schön, euch alle wieder persönlich zu sehen. Ist doch was anderes als über einen Livestream. Auch alle nochmal herzlich willkommen an alle, die zu Hause sind. Und ich möchte heute Morgen nochmal ganz speziell alle Mütter hier herzlich willkommen heißen. Wir denken ja heute an euch. Und vielleicht gerade an alle Mütter, die noch echt erfolgslos auf ein Geschenk ihrer Kinder gewartet haben. Mein Bruder und ich haben heute Morgen einfach mal stellvertretend für alle Kinder unserer Mutter Blumen geschenkt. Dass ihr wirklich heute den mit Abstand schönsten Muttertag eures Lebens habt. Also Betonung liegt auf mit Abstand. Und ich glaube, auch unabhängig von diesem Muttertag ist es ja echt krass, wie die ganzen Blumenläden heute oder auch die ganzen Bauhäuser überrannt sind, oder? Ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause ist. Wir sind fleißig am Renovieren, unser Carport wird neu gemacht. Meine Mutter ist auch jeden Frühling irgendwie am Blumen zurechtstutzen, keine Ahnung, was man alles machen kann. Unser ganzes Feld hinten wird zugebaut und wenn man echt so einen Baumarkt geht, ist es krass, wie viele Menschen einfach da sind. So wie wild, auf einmal haben sie jetzt neu entdeckt, ey, ich kann ja mein Haus weiter ausbauen, oder? Als hätten die das Jahre vorher nicht gecheckt. Und wir wollen uns heute einen Bibeltext angucken, wo es auch um ein Bauprojekt geht. So ein bisschen andere Zustände als bei uns, da geht es nicht um Kurzzeit, da geht es nicht um Quarantäne, um keine Pandemie. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich auch nochmal kurz beten, um uns wirklich nochmal auf Gottes Wort auszurichten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du Mensch geworden bist und dass wir dein Wort haben, dass wir darin von dir lesen dürfen, Herr. Vielen Dank, dass es dein Wort ist, das lebendig und wirksam ist und das heute Morgen sprechen wird. Dass es nicht meine Gedanken sind bei aller Aufregung, sondern dass es dein Wort ist, Herr. Ich danke dir, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern dass du dadurch Herzen berühren wirst, umkehren wirst, Herr. Und so rede du jetzt, Herr. Pass auf mich auf, dass ich wirklich nur dein Wort verkünde und nicht meine Gedanken. Amen. Amen. Bevor ich aber zu unserem Bibeltext komme, wir werden heute in Haggai eine Geschichte lesen, die eine Bibel mithaben, könnt schon mal anfangen zu suchen. Der gehört eher zu den unbekannten Propheten. Möchte ich ein bisschen weiter vorne anfangen. Und zwar, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also ein bisschen weit vorne ist gut, ganz am Anfang. Hat Gott die Erde geschaffen, er hat alles geschaffen, was wir sehen, er hat uns Menschen geschaffen. Und von Anfang an ist ein Prinzip in der Bibel zu entdecken. Und zwar, Gott segnet den Menschen. Gott gibt dem Menschen alles, was er braucht, er sucht die Gemeinschaft zum Menschen. Und der Mensch kehrt sich trotzdem immer wieder von Gott ab. Also trotz des ganzen Segens, den der Mensch bekommen hat, kehrt er sich von Gott ab und trennt sich von ihm. Wir haben gerade gesungen, voll Ehrfurcht kommen wir zu dir und wir dürfen uns dir nahen. Das ist aber auch nur möglich, weil Gott uns hinterhergelaufen ist. Und so ist es ein Prinzip, was wir in der ganzen Bibel finden. Immer wieder ist es der Mensch, der sich von Gott wegdreht, aber Gott ist es, der hinterherläuft und den Menschen ruft und sagt, kehrt um zu mir, kehrt um zu mir. Das macht Gott nicht, weil er irgendwie ein Problem mit seinem Selbstwert hat und die Anbetung von uns braucht. Gott ist in sich Genüge, er braucht es nicht, er hat die ganze Fülle in sich, sondern weil Gott einfach weiß, dass wir nur bei ihm Leben finden werden. Gott ist in seiner Liebe so erbarmungsvoll, dass er uns hinterherläuft und uns immer wieder aufs Neue ruft. Und obwohl die Menschen immer wiederholt weglaufen von ihm, ist es Gott, der hinterherläuft. Und das ist eine Sache, die wir heute im Hinterkopf haben müssen, wenn wir uns den Bibeltext angucken. Denn genau in so eine Szene spricht Gott rein. Das Volk Israel hatte mit Gott einen Bund geschlossen, beziehungsweise Gott hat sich angeboten. Er meinte, ich will einen Bund mit euch schließen. Und wenn ihr mir gehorsam seid, werde ich euch weiterhin mit Segen überschütten. Ich werde unter euch wohnen, ihr werdet fruchtbares Land haben, ihr werdet Nachkommen haben, ihr werdet alles haben, was ihr braucht. Doch Israel hat sich immer wieder abgewandt, was ich eben schon meinte. Und in solchen Situationen hat Gott seine Propheten reingesandt. Das waren Männer oder Frauen Gottes, die speziell einen Auftrag hatten. Und zwar sollten sie immer wieder aufs Neue zum Volk gehen, das Volk auf Missstände hinweisen und sie aber auch ermutigen, umzukehren. Und so lesen wir in Esra 1, wie das Volk gerade aus der Gefangenschaft zurückkehrt. Gott hatte sie in die Gefangenschaft kehren lassen, weil sie sich abgewandt hatten von ihm. Doch durch den fremden Herrscher, das war Kyros, das war der König von Persien, also Persien war das Land, was Israel gefangen genommen hatte, hatte Gott dem Volk beauftragt, wieder zurückzukehren. Wir lesen dort Esra 1, Vers 2. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst, Gott, hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer jetzt unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Er ist Gott in Jerusalem. Also folgende Situation. Israel darf zurück in ihr Land kehren mit dem Auftrag,
baut den Tempel Gottes. Der Tempel war der Ort, wo Gott gegenwärtig war, wo sie kommen konnten, um zu opfern, wo sie kommen konnten in Gottes Gegenwart. Und sie bekamen den Auftrag, jetzt zurückzukehren in das Land. Und so lesen wir weiter in Esra, das ist so die Rahmengeschichte für den Text, den wir nach in Hagar lesen werden, wie das Volk sich aufmacht. Es waren so 40.000 Israeliten, das war nur ein kleiner Teil des Volkes, der zurückging. Angeführt von ihrem politischen Führer, das war Serubabel, und ihrem religiösen Führer Jeschua, das war der Hohepriester. Und sie kommen zurück in das Land und fangen an, das Haus Gottes zu bauen. Wir lesen weiter in Esra die Geschichte, wie sie den Grundstein legten und wie sie voller Jubelschrei waren. Dort steht, und sie stimmten einen Wechselgesang an und dankten dem Herrn und lobten ihn, dass er so gütig ist und dass seine Gnade ewiglich währt über Israel. Und das ganze Volk lobte den Herrn mit großem Freudenschrei darüber, dass nun der Grund für das Haus des Herrn gelegt war. Also Israel kam zurück, fing an, den Tempel zu bauen und war voller Freude daran, dass Gott wieder unter sein Volk ziehen wollte. Doch wir lesen weiter, dass die Nachbarländer davon mitgekriegt haben. Das waren die Samariter, die kennt ihr vielleicht aus dem Neuen Testament. Und sie haben so ein bisschen davon mitgekriegt und sie mochten das nicht. Sie wollten nicht, dass Israel den Tempel aufbaut, aus verschiedensten Gründen. Und so lesen wir in Esra 4, Vers 4, da suchte das Volk im Land, also die Samariter, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Und weiter in Vers 24, damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf und es kam zum Stillstand. Also Israel bekommt den Auftrag von Gott, geht in mein Land zurück, baut mir den Tempel, ich will wieder unter euch wohnen. Und Israel fängt an, voller Jubel, doch es kommt Widerstand und Israel hört auf. Und genau das ist die Situation, in dem dieser Text geschrieben wird. Also wer Hagar noch nicht gefunden hat, das ist das drittletzte Buch im Alten Testament und sonst habe ich es auch mitgebracht. Könnt ihr auch mitlesen. Ich werde einfach mal den Text vorlesen. Im zweiten Jahr des König Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Hagai an Serubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Josadaks, den hohen Priester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscher: Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Hagai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscher, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihnen einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscher, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und mich verherrlichen. So spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscher, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Also nochmal die Situation, Israel soll ins Land zurückkehren, den Tempel bauen, doch sie hörten auf, als Widerstand kam. Nun spricht Gott, das Prinzip wäre das gleiche, Israel wendet sich von Gott ab und Gott geht hinterher und ruft Israel zur Umkehr zurück, mit dem Bewusstsein, dass allein bei ihm wirklich Fülle, also Leben in Fülle zu finden ist. So, das Problem der ganzen Sache ist, dieser Brief wurde erst 16 Jahre später geschrieben. Es kam zum Widerstand, Israel hörte auf, das Haus zu bauen und 16 Jahre später kommt dieser Brief. Was war in der Zwischenzeit geschehen? Ihr Aufgabe war ja, das Haus zu bauen, aber wir lesen, dass das Volk meinte, es ist noch nicht die Zeit gekommen, das Haus zu bauen. Dieses Haus lag immer noch in Trümmern. Also es hatte sich an der ganzen Situation nichts geändert. Der Grundstein wurde gelegt, Widerstand kam und alles blieb so, wie es ist. Und jetzt bleibt halt die Frage, was haben sie stattdessen gemacht? Was haben sie 16 Jahre lang gemacht? Sie werden ja nicht nur rumgehockt haben und Mate-Tee getrunken haben und Asado gegrillt haben oder sonst, die haben irgendwas gemacht. Und da lesen wir auch, sie lebten in ihren getäfelten Häusern. Heißt, sie haben sich in diesen 16 Jahren prächtige Häuser aufgebaut. Das war dieses Motiv, was ich erst meinte. Wenn es damals Baumärkte gegeben haben sollte, wären diese überlaufen gewesen wie sonst was. Und die Menschen haben 16 Jahre lang ihre eigenen Häuser gebaut. Gott wirft hier ihnen keinenfalls irgendwelche Faulheit vor, irgendwie, dass er sagt, ihr habt nichts gemacht, sondern im Gegenteil. Er sagt, ihr habt viel gesät, ihr habt viel gegessen, ihr habt getrunken, ihr habt euch gekleidet, ihr habt Lohn verdient, ihr habt viel erwartet, ihr habt es heimgebracht und ihr seid geeilt.
Gott spricht ihnen sogar zu, ihr wart fleißig, ihr wart engagiert. Das Problem war, es war für die falsche Sache. Ich meine, in 16 Jahren, klar, das waren jetzt auch keine Russlanddeutschen oder Plattdeutschen, die so ein Haus in einer Woche hochziehen würden, aber in 16 Jahren wird sogar ich es hinkriegen, so den einen oder anderen Stein hinzusetzen. Das Problem war folgendes, ihre Prioritätensetzung. Darum soll es heute Morgen auch gehen. Sie waren nicht faul, sie hatten einfach die falsche Priorität. Na klar, es ist gut, Häuser zu bauen. Ich will jetzt gar nicht hier irgendwie ein schlechtes Gewissen an die Leute machen, die ihre Häuser renovieren. Das hat alles seinen Platz, darum geht es auch gar nicht. Das Problem ist, welche Position hat das in unserem Leben? Ich glaube auch mit in den Häusern wohnen, was hier steht, ist nicht gemeint, dass sie nur Häuser gebaut haben 16 Jahre lang, sondern allgemein das Leben. Sie haben, anstatt Gottes Auftrag nachzukommen, ihr eigenes Leben aufgebaut. Sie haben egoistisch gehandelt und haben dabei ganz vergessen, dass der Tempel immer noch in Trümmern liegt. Sie sagen, es war noch nicht die Zeit dafür. Anders ausgedrückt, es gibt Dinge, die wichtiger sind, als Gott zu gehorchen. Wir lesen, es gab Widerstand, aber eigentlich war das eigentliche Problem ihre egoistische Haltung. Ihr Desinteresse Gott gegenüber hat einfach einen Grund gesucht, auszusteigen. Am Anfang lesen wir noch, sie hatten Jubelgeschrei beim Bauen. Sie hatten Freude daran, Gottes Auftrag nachzukommen, aber als diese Freude wegging, als Widerstand kam, war auch das letzte egoistische Motiv hinter diesem Gehorsam weg. Und so war es ein guter Zeitpunkt, auszusteigen. Doch wie reagiert Gott? Gott geht dem Volk nach. Er ruft sie zur Selbstprüfung auf. Wir lesen immer wieder, so spricht der Herr, es ging das Wort des Herrn. So spricht der Herr, der Herrscher, so spricht der Herr. Immer wieder im ganzen Text. Der Text ist durchdrungen mit dieser Aussage, der Herr spricht. Es war nicht das Volk, das irgendwann Gott gefragt hat, Herr, sind wir nicht auf dem richtigen Weg? Sondern es war der Herr selbst, der kam zum Volk durch den Propheten und das Volk zum Nachdenken aufforderte. Er sagt, achtet auf eure Wege. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, richtet euer Herz auf eure Wege. Schaut, denkt ihr wirklich, dass das, was ihr gerade macht, das Richtige ist? Sind eure Prioritäten richtig? Ist es richtig, dass ihr mir ungehorsam seid? Also er zeigt ihnen erstmal auf, dass ihr Verhalten falsch ist. Aber noch mehr als das. Die eigentliche Frage ist, wo führt euch euer Verhalten hin? Was ist die Konsequenz des Ganzen, dass ihr euch von mir abgewandt habt? Und da lesen wir die Folgen des Ungehorsams, die echt erschreckend sind. Vollkommene Armut. Sie haben gehofft, dass sie durch ihr egoistisches Handeln von Gott gelöst sich ein eigenes Leben aufbauen können, dass sie ein eigenes Haus bauen, dass sie voller Freude sein werden, dass sie Reichtum ohne Ende haben. Wir lesen, dass sie viel erwartet haben, aber die Folge war genau das Gegenteil. Obwohl sie viel gegessen haben, wurden sie nicht satt. Obwohl sie sich gekleidet haben, wurde ihnen nicht warm. Obwohl sie viel gearbeitet haben, haben sie keinen Lohn nach Hause gebracht. Und wenn doch, so wird auch dieser weggenommen. Sie haben viel erwartet, doch es wurde wenig draus. Gott selbst sogar hat eine Dürre über das Volk, über das Land geschickt, um ihnen klarzumachen, ey, euer von mir getrenntes Verhalten führt euch nicht zu dem Reichtum, den ihr euch erhofft, sondern es führt euch genau in das Gegenteil. Eure Selbsterfüllung, eure Selbstverwirklichung führt eigentlich nur zur Selbstzerstörung. Und Gott selbst bestraft sie. Er macht das aber nicht, um ihnen eins auszuwischen und zu sagen, haha, das habt ihr davon, sondern Gott ist immer noch Liebe und hat ein Motiv dahinter. Er will ihnen klarmachen, ey, euer egoistisches Handeln bringt euch nicht zum Leben, sondern zum Tod. Wenn wir die Gedanken mal weiterdenken, ohne Essen irgendwann werden die Menschen sterben. Ohne Freude an den ganzen Dingen werden sie irgendwann ohne Motivation sein und noch weniger arbeiten können. Und es ist wie so eine Abwärtsspirale. Es wird immer schlimmer und schlimmer und die Menschen trennen sich weiter von Gott und sind noch beharrlicher danach aus, selbst die Dinge zu richten, aber sie werden es nicht hinkriegen. Aber Gott bleibt hier nicht stehen. Gott zeigt dir nicht nur auf, ey, was ihr macht, ist falsch und das habt ihr jetzt davon, sondern Gott fordert sie neu auf, geht auf die Berge hinaus, holt das Holz und baut das Haus. Gott gibt ihnen eine zweite Chance. Er sagt nicht, das Ding ist jetzt gelaufen, ihr habt Pech gehabt, ich wende mich von euch ab, sondern er sagt ihnen, ihr habt eine neue Chance, mir jetzt nachzufolgen, gehorsam zu sein, umzukehren, das ganze Alte wieder vergänglich zu machen und sein großes Ziel dabei ist die Wiederherstellung. Gott geht dem Volk nach und gibt ihnen die Chance, wieder ihre Prioritäten richtig zu ordnen, damit sie wirklich diesen Segen der Gemeinschaft Gottes erleben dürfen. Und ich sagte schon, Wiederherstellung ist das große Thema. Genau wie im Garten Eden, als Adam und Eva sich abwandten, war es Gott, der ihnen nachging und meinte, Adam, wo bist du? Gott war es, der den Menschen ansprach und wieder zurück in seine Gemeinschaft bringen wollte. Das ist auch, wenn wir die ganze Bibel lesen, das große Thema der Bibel. Gott will die Menschen wieder zurück in die Gemeinschaft Gottes bringen und sie so in die Anbetung von ihm führen. Er will, dass er geehrt wird durch unseren Gehorsam, damit er sich auch uns zuwenden kann. Wenn wir uns Gott zuwenden, wird er sich uns zuwenden.
Ich will hier kurz warnen, es heißt nicht, dass ein Christ ein perfektes Leben führt, im Gegenteil. Ein christliches Leben ist gekennzeichnet von Kampf, von Selbstaufgabe, jeden Tag aufs Neue. Doch wir dürfen uns dabei sicher sein, dass Gott mit uns ist. Und genau, er will dadurch geehrt werden, damit er sich uns zuwenden kann. Nun ist die Frage, wie reagiert das Volk? In der Vergangenheit lesen wir, dass Gott auch seine Propheten sandte, immer wieder aufs Neue und meinte, kehrt um zu mir. Doch da lesen wir in Esra zum Beispiel genau von den Vorfahren dieser Leute, in 2. Chronik meine ich, Entschuldigung, 2. Chronik 36, aber sie, das Volk, verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verlachten seine Propheten. Oder vorher hieß es, der König tat, was böse war in den Augen des Herrn und er demütigte sich nicht vor dem Herrn, oder er fiel ab und verstockte sein Herz und wurde halsstarrig. Die Menschen zuvor in der Geschichte waren immer so, Gott sprach zu ihm und bot ihm eine neue zweite Chance an, ihre Prioritäten richtig zu ordnen, doch die Menschen haben sich noch mehr verstockt, das heißt, sie haben ein innerliches Nein zu Gott gefunden, sich abgewandt, hatten kein Interesse mehr von Gott zu hören. Und die Folge sehen wir, das Volk wurde verschleppt, das Volk wurde noch weiter von Gott getrennt und diese Trennung hat nie Leben, sondern immer nur Tod gebracht. Jetzt ist die Frage, wie reagiert das Volk jetzt? Jetzt, wo Gott dem Volk wieder eine neue Chance gibt, ist das Volk hoffentlich schlau genug, umzukehren. Und das lesen wir dann auch, dass der politische Führer Zerubbabel, der religiöse Führer Jeschua und das ganze Volk bereit waren. Sie hörten auf Gott und fürchteten sich sogar vor ihm. Also genau im Gegenteil von den Vorfahren, die ihre Herzen verschlossen, um nichts mehr von Gott zu hören, hörten sie auf das Wort des Herrn. Wir lesen, dass sie sich so gefürchtet haben. Heißt, aus ihrem Desinteresse und ihrer Gleichgültigkeit Gott gegenüber wurde wie aus dem Nichts auf einmal eine wahnsinnige Furcht. Furcht bedeutet einerseits, sie hatten wir ein Interesse an Gottes Meinung. Also ihnen war aufs Neue wichtig, was denkt Gott eigentlich von uns? Und da sie erkannten, dass sie auf dem falschen Weg waren, bedeutet Furcht auch, dass sie Angst hatten, dass Gott sie jetzt strafen wird, weil sie falsch gehandelt haben. Doch wie reagiert Gott? Gott spricht durch den Propheten Haggai in Vers 13, ich bin mit euch. Gott sichert dem Volk jetzt nach ihrer Umkehr seine Gegenwart zu. Also Gott ist nicht so ein hinterlistiger Typ, der sie einfach ihre Fehler eingestehen lässt und sie dann machen lässt, sondern nein, er sagt, okay, ich wende mich euch zu, jetzt baut das Haus. Gott schenkt eine Erweckung. Wir lesen hieraus auch, dass eine Erweckung immer auf eine Buße folgen muss. Oder andersrum, eine Buße, also eine Umkehr von dem falschen Weg hin zu Gott, ist mal die Voraussetzung, dass Erweckung passiert. In Vers 14 lesen wir, und sodass sie kamen, also das Volk und die Arbeit am Haus des Herrn, ihres Gottes, in Angriff nahmen. Also sie ließen sich jetzt gebrauchen. Sie haben ihre Fehler erkannt. Sie haben erkannt, okay, Gott, du hast recht. Wir wollten unser eigenes Leben aufrichten. Wir wollten selber Reichtum erstreben. Wir haben quasi Freude im Reichtum, in diesen Schätzen dieser Welt gesammelt. Aber das war falsch. Wir kehren um und wir wollen jetzt wieder neue nachfolgen. Und sie ließen sich gebrauchen. Interessant dabei ist, die ganzen Umstände haben sich ja nicht geändert. Die haben damals aufgehört wegen den Widerständen. Und wir lesen, wenn man Esra weiterliest, dass diese Widerstände nicht weniger wurden. Im Gegenteil. Die Samariter und anderen haben sogar Briefe an den König geschrieben und haben versucht einzufordern, dass dieser Bau aufhören muss. Und trotzdem schickt Gott sie dahin und trotzdem sind sie jetzt bereit, weil sie wissen, dass sie den großen Gott auf ihrer Seite haben. Sie haben ihre Prioritäten neu geordnet. Und jetzt ist die Frage, was hat das mit uns zu tun? Wie ist das bei uns im Leben? Bauen wir unser eigenes Leben auf? Gott hat dieses Volk in das Land gebracht, hat ihm alle Ressourcen gegeben. Der König von Persien hat ihm all die Schätze der Israeliten von früher wieder zurückgegeben. Sogar die Nachbarn, lesen wir, haben ihnen Schätze gemacht, damit sie ihr Haus aufbauen können. Aber sie haben das am Anfang missbraucht, um ihre eigenen Häuser aufzubrauchen. Wie ist das bei uns? Nutzen wir die Ressourcen, die Gott uns gibt, so wie Geld, Zeit, Gesundheit, sogar noch mehr Zeit jetzt in Corona-Zeiten, nutzen wir die, um unser eigenes Leben aufzubauen oder investieren wir das in Gottes Reich? Wie weit sieht man das? Wenn du der Meinung bist, dass du dich in Gottes Reich investierst, guck dir mal in deinen Terminkalender an. Wird das wirklich sichtbar, dass du dich da rein investierst? Oder ist es eher nur ein frommes Geplänkel, weil du selbst nicht zugeben möchtest, dass du auf dem falschen Weg bist? Und ich denke, ein gutes Kriterium da ist, um wirklich zu prüfen, bin ich wirklich am Gottes Reich dran oder baue ich mein eigenes Reich durch ihn auf, ist unser Umgang mit Widerständen. Bin ich trotz Widerständen bereit, mich in Gottes Reich zu investieren, auch wenn es hart wird? Ich habe das diese Woche gehabt, ich habe die Predigt vorbereitet und ich war immer wieder an diesem Punkt so, Herr, ich will aufgeben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du kannst es auch eh nicht gebrauchen, mein Glaube war klein. Ich dachte mir, wer bin ich, dass ich irgendwas erzählen kann? Und immer wieder kamen solche Selbstzweifel und Widerstand kam. Und ich war immer wieder so, Herr, ich will aufgeben. Aber da hat Gott mich immer wieder an den Text erinnert. Du predigst den Leuten, dass sie sich trotz Widerständen in Gottes Reich investieren, sondern willst es selbst nicht machen.
Und wenn du merkst, dass Widerstände der Punkt sind, warum du aufhörst, dich in Gottes Reich zu investieren, warum du aufgehört hast, vielleicht schon 16 Jahre her wie die Israeliten, dann komm zurück zu ihm. Denn wenn du getrennt von Gott bleibst, wird das alles keinen Sinn machen. Du hast vielleicht jetzt alle Schätze auf der Erde, aber was nützt es uns, die Welt zu gewinnen, wenn wir dabei unser eigenes Leben verlieren? Wir lesen in Lukas 9, das möchte ich vorlesen, wo Jesus spricht. Da sagt er über die Nachfolge: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst, also stelle sein eigenes Leben zurück, nehme sein Kreuz auf sich, bedeutet, ist bereit für mich zu sterben, sein alter Mensch stirbt, und folge mir nach täglich. Denn wer sein Leben retten will oder aufrichten will, jetzt im übertragenen Sinne, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Und dann der nächste Vers: Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Das ist genau das, die große Botschaft der Bibel. Wir auf der Erde hier entscheiden uns jetzt, heute und jetzt, dafür, ob wir ein Leben mit Gott leben wollen oder nicht. Eines Tages wird bei uns der Punkt kommen, wo wir sterben, und wir werden in diesem Zustand verharren. Wenn du sagst, ja, ich schaffe ein Leben ohne Gott, ich baue mir mein Leben auf, ich habe ein Leben voller Schätze hier auf Erden, dann warte ab, bis du irgendwann krank und älter wirst oder wenn vielleicht mal dein Geld weggeht, denn diese ganzen Dinge sind, die halten nicht lange. Und auch sogar, wenn sie halten sollten, bis an dein Lebensende. Was kannst du von den Schätzen hier auf Erden mit ins ewige Leben nehmen? Jesus spricht auch: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Also er sagt, die ganzen Dinge, die ihr euch hier aufbaut, die ihr hier sammelt, spätestens im Grab werden sie hier liegen bleiben. Dann habt ihr nichts mehr davon. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Frost sie fressen, wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Und später lesen wir auch, Vers 33, trachtet viel mehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles, heißt Essen, Trinken, Kleidung, alles, was wir zum Leben brauchen, hinzugefügt werden. Die große Botschaft der Bibel ist, wir Menschen versuchen, unser eigenes Reich aufzubauen, getrennt von Gott, oder wir missbrauchen vielleicht die Ressourcen, die er uns gibt für unser eigenes Reich. Doch eines Tages wird der Schlussstrich kommen. Wir werden sterben. Jeder von uns, 10 von 10 Leuten, werden sterben aus diesem Raum. Und wir werden aber getrennt bleiben von Gott. Gott wird eines Tages sagen, gut, jetzt ist es zu spät, jetzt bekommst du das, was du willst. Doch getrennt von Gott ist kein Leben, sondern Tod. Und deswegen ruft Gott heute noch zu uns, durch Predigten, durch die stille Zeit, durch sein Wort, genau wie damals, kehrt um zu mir. Er macht das, wie gesagt, nicht aus einem verminderten Selbstwertgefühl heraus, weil er es braucht, sondern weil er uns seine Liebe geben will. Gott spricht zu uns und er will uns zu sich zurückholen, weil er weiß, dass wir allein bei ihm die Fülle haben. Und so frage ich dich heute Morgen, wann hast du aufgehört, an Gottes Reich zu arbeiten? Gottes Reich zu arbeiten kann ganz vielschichtig sein. Das kann heißen, dass du deine Zeit in die Gemeinde investierst, dass du Menschen besuchst, dass du Menschen Liebe erweist, dass du einfach Gottes Wort gehorsam bist, dass du dein Geld in sein Reich investierst, dass du einfach selbst kommst, Menschen ermutigst, Menschen auf Jesus aufmerksam machst. Wann hast du damit aufgehört, das zu tun, falls du es getan hast? Vielleicht hattest du bei dir im Leben auch einen Punkt bei der Bekehrung oder vor ein paar Jahren, dass du wirklich voller Jubelgeschrei am Reich des Herrn mitgebaut hast, aber als Widerstände kamen, hast du aufgehört. Widerstände können so vielfältig sein. Widerstände können sein, dass du, weiß nicht, üble Nachrede hattest, dass Menschen über dich gelästert haben, in der Gemeinde sogar, dass du ausgelacht wurdest auf der Arbeit, dass du Verletzungen erlebt hast. Widerstände können so vielschichtig sein und trotzdem ruft Gott uns in die Nachfolge. Er weiß ja, welche Widerstände kommen. Diese tägliche Selbstverleugnung, dieses tägliche Nein zu seinen eigenen Wünschen zu sagen, ist auch ein Widerstand. Sind wir bereit, trotzdem uns aufzugeben und Gott nachzufolgen? Gott sichert dir auch heute seine Gegenwart zu. Auch wenn du jetzt erkennst, es ist 16 Jahre her, das ist 16 Monate her, das ist erst eine Woche her, wo ich mich von Gott abgewandt habe, sagt Gott auch heute zu uns, ich bin mit euch. Wir lesen im Neuen Testament, dass Gott der Gott des Trostes ist, der uns in all unseren Bedrängnissen tröstet. Also die Widerstände, die du erfährst, Gott weiß davon und Gott gibt dir trotzdem seinen Trost oder er will ihn dir geben. Also pack es neu an. Also wenn du merkst, wenn dir jetzt gerade was auffällt, wo du in deinem Leben aufgehört hast, pack es neu an, Gott sichert dir zu, er ist mit dir. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, dass du auch schon seit langer Zeit im Ungehorsam lebst. Ich denke, da lernen wir aus diesem Text auch Folgendes. Über Ungehorsam wächst kein Gras. Es ist nicht so, dass Gott sagt, ach, Schwamm drüber, halb so wild, ist ja nur ein bisschen ungehorsam. Nein, sondern Gott geht 16 Jahre später dem Volk immer noch nach und ruft sie zur Umkehr auf. Ich weiß nicht, wie das bei dir gerade ist. Vielleicht fällt dir gerade Sünde in deinem Leben ein, wo du sagst, ey, in dem Punkt bin ich Gott ungehorsam. Vielleicht hast du einen klaren Auftrag, etwas zu tun, aber du willst es nicht tun. So ruft Gott dir heute Morgen zu, kehr um. Denn wenn du einmal anfängst, dich von Gott zu trennen, ist es wie ein Scheideweg. Am Anfang ist es noch so ein bisschen, es wird immer größer. Oder es ist wie Karius.
Meine Verlobte ist Zahnarzthelfer und ich muss aufpassen, was ich sage. Es fängt klein an, man hat so einen leichten Schmerz, man weiß, okay, man sollte eigentlich zum Zahnarzt gehen. Ach, das wird schon. Irgendwann vergisst man es wieder, aber dieser Schmerz wird immer größer und größer. Und irgendwann ist es echt so weit, dass der Zahn ausfällt. Das ist, was ich da für Geschichten gehört, das ist krank. Aber so ist es mit Sünde in unserem Leben auch. Sünde fängt so klein an und wir sagen, ach, das ist halb so wild. Doch scheinbar Sünde so groß, dass Gott nach 16 Jahren immer noch hinterhergeht. Dass Gott immer noch sagt, kehrt um zu mir, bekennt es von mir. Ein Bekenntnis macht dich nie schlechter, als du bist. Ein Bekenntnis ist eigentlich nur das Zugeständnis, ja Gott, du hast recht. Du weißt es eh schon längst. Bitte hilf mir. Hilf mir umzukehren, hilf mir wieder auf den Weg des Lebens zu kommen. Und da ist ein Psalm, der mir echt jetzt gerade die 3 letzten Jahre auf der Bibelschule wirklich geholfen hat. Das ist Psalm 139, den ich mittlerweile fast täglich bete. Da steht ab Vers 23, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin. Also es ist das Gebet von David, der zu Gott betet, Gott, prüf mein Herz. Du siehst mein Herz, du siehst, wie viel Egoismus in meinem Herzen ist, wie viel falsche Prioritäten ich in meinem Herzen habe. Prüf du mich und schau, ob ich auf dem falschen Weg getrennt von dir bin, denn dort wird kein Leben, sondern Tod sein. Und dann der letzte Satz, und leite mich auf den ewigen Weg. Wenn du heute Morgen merkst, dass da falsche Prioritäten im Leben sind, so bring diese zu Gott. Gott weiß es eh schon längst, aber Gott will dir helfen. Er macht es nicht, um dir irgendwie zu zeigen, haha, Pech gehabt, sondern hier komm zu mir, ich will dir helfen, ich bin mit dir. Und die Folge sehen wir im Text auch. Sie kamen und nahmen die Arbeit erneut in Angriff. Und später lesen wir auch, sie haben die Arbeit sogar verbracht, trotz der Widerstände, die kamen. Das Volk war bereit, umzukehren, ihr Leben neu zu geben und hatte am Ende Erfolg. Der Tempel kam, wurde gebaut, später wurde noch die ganze Stadtmauer gebaut. Es gab Anfeindungen immer wieder, es gab viel Trauer, es gab auch viele Zweifel und Gott hat sie durchgetragen durch diese Zeit. Vielleicht hast du noch gar kein Leben mit Gott. Ich weiß nicht, wer das zuhört, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen, gerade in diesen Zeiten, wer bei YouTube auch zuhört. Aber vielleicht merkst du, dass dein ganzes Leben nur sich um dich selbst dreht und dass du weißt, dass für die Ewigkeit nichts da bleiben wird. Dass du in Ewigkeit getrennt von Gott sein wirst, wo Zähneknirschen sein wird, lesen wir in der Bibel, wo Geheul, wo Geschrei sein wird. Aber so ruft Gott auch dich heute Morgen auf, kehr um zu mir und gib mir dein Leben. Die Schuld, die du hast, kannst du bei Gott abgeben. Sein Sohn Jesus Christus ist dafür gestorben, was Micha heute Morgen meinte. Ne? Du bist so viel wertvoller als so eine kleine 800-Euro-Katze für Gott, dass er sogar bereit war, sein eigenes Leben für dich zu geben. Bring diese Schuld zu ihm, gib es ab, er wird dich wieder aufrichten. Wenn du dich Gott zuwendest, wird er sich dir zuwenden und du wirst erleben, wie es wirklich ein Segen für uns Menschen ist, wenn wir unser Leben ihm zur Verfügung stellen. Vielleicht bist du gerade an einem Scheideweg, gerade an die jungen Menschen. Ich sehe gerade ein paar von meinen Teens oder von den Jugendlichen, aber auch alle anderen, die gerade gucken müssen, woran investiere ich mich als nächstes? Was ist der nächste Schritt? Was kommt nach dem Abi? Was kommt nach dem Studium? Was kommt bei mir nach der Bibelschule? Was ist als nächstes dran? Guck nicht, was hilft mir jetzt gerade? Was macht mich jetzt glücklich? Sondern schau, okay, was davon wird Wert für die Ewigkeit haben? Auch wir Christen werden eines Tages von Zitaten gerichtet werden. Nicht so von wegen, dass Gott immer noch schaut, wenn wir im Himmel sind und sagt, nee gut, dein Leben ist doch nicht gut genug, du kommst doch weg aus dem Himmel, sondern nein, Jesus wird einfach schauen, ob die Dinge, die wir getan haben als Christen, ob die belohnungswert sind oder nicht. Wir lesen das im 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Da stellt Jesus 2 Seiten gegenüber. Er sagt, es wird eines Tages so sein, wenn ihr im Himmel bei mir seid. Ich werde eure Werke auf den Tisch legen und es wird Werke geben, die sind aus Gold und aus kostbaren Steinen. Und es wird Werke geben, die sind aus Holz, Heu und Stroh. Und dann wird er sinnbildlich ein Feuer anzünden und die Werke, die bestehen bleiben, heißt das Gold und die kostbaren Steine, die wird Jesus belohnen. Also auch wir Christen, die Dinge, die wir auf Erden tun, obwohl wir bereits gerettet sind, haben Bedeutung für die Ewigkeit. Und so ist es meine Ermutigung heute Morgen, überprüf dich neu, richte dein Herz auf deine Wege und schau, bin ich auf Gottes Wegen unterwegs, ist seine Ehre mein Ziel, dann wirst du Wiederherstellung erleben in der Ewigkeit. Wir werden bei Gott sein, wir lesen, im Himmel wird es kein Leid, kein Geschrei, kein Geheul mehr geben, er wird uns alle Tränen abwischen und es wird einfach wunderbar sein. Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, aber richte deine Prioritäten neu aus. Bekenn deine Schuld, bekenn deine falschen Wege. Gott weiß es eh schon. Das macht dich nicht schlechter, als du bist. Und kehr um zu ihm. Ja, so viel von mir. Ich würde gerne noch beten. Lass uns doch einfach aufstehen. Dazu. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist und dass du diesen teuren Preis für uns bezahlt hast. Vielen Dank, dass du für unseren Egoismus gestorben bist, für unser selbstbestimmtes Leben, Herr, welches uns von dir trennt. Trennung von dir ist nie gut, Herr, und wir erkennen das oft nicht. Und so lass uns neu lernen, dass auch wir eines Tages sterben müssen, dass wir Rechenschaft vor dir abgeben müssen.
aber dass wir keine Angst haben brauchen, Herr, wenn wir wirklich dich angenommen haben. Du sicherst uns zu, dass wir bei dir sein werden, wenn wir dich im Leben annehmen. Und so prüf unsere Herzen, Herr, auch heute. Schau, auf welchem Wege wir sind, ob unser Leben eigentlich nur unser eigenes Leben aufbauen soll oder ob unser Leben dich verherrlicht und dein Reich baut. Zeig jedem Einzelnen hier, wo er gerade steht, und bewahre uns davor, unsere Herzen zu verstocken, sondern wirklich auf dein Wort zu hören, dir zu gehorchen, Herr, und die Arbeit neu in Angriff zu nehmen. Und auch wenn Widerstände kommen, Herr, so trag du uns durch. Ich danke dir, dass du uns tröstest in all unser Bedrängnis, dass du durchträgst, dass wir einfach nur glauben müssen, Herr. Danke, dass du groß genug bist, dass nicht wir es sind mit unseren Taten, sondern dass du gut genug bist, auch uns in unserer Schwachheit zu gebrauchen und dass wir eines Tages sehen, wie du einfach alles souverän und gut gelenkt hast. Und dass dieses Ziel, dass dein Reich gebaut wird, eines Tages in Erfüllung geht. Vielen Dank für diese Zusage. Amen.